always part no man that ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pocket like a sack. So, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit dem Thema Overwatch bzw. Halloween in Overwatch. Da ist in den letzten Tagen ziemlich viel geleakt worden und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Gleichzeitig möchte ich auch noch sagen, dass ich zurzeit krank bin, deswegen kommen zurzeit keine Videos. Das tut mir schrecklich leid, aber ich denke mal, ihr versteht das. Kommen wir dann direkt zu den Themen. Und zwar, was geleakt wurde, ist einmal, wie Sombra aussieht. Und das wäre einmal sie, die gute Dame. Darunter steht auch, dass sie eine ziemlich gute Hackerin ist und unter anderem für die Los Muertos Gang in Mexiko gehackt hat und Sachen gemacht hat. Und hier steht, dass sie etwas später nach dem Halloween-Event, beziehungsweise wahrscheinlich während dem Halloween-Event, released wird. Beziehungsweise, ja, sie ist, man kann sagen, sie wird released. Ob das Ganze stimmt, ich bin mir da nicht sicher, ich hoffe schon. Sie sieht nämlich ziemlich cool aus mit ihrer Maschinenpistole und ihren Hacking-Skills. Das Ganze ist geleakt worden in dem russischen Overwatch-Forum, beziehungsweise durch eine russische Overwatch-Gruppe. Ob das stimmt, wie gesagt, das können wir nicht wissen, aber es sieht ziemlich offiziell aus, weil auf Reddit auch einige Themen mit den Bildern gelöscht wurden. Ich hoffe es deswegen einfach mal. Gleichzeitig wurde ein neuer Brawl angekündigt, hier auch, das kann man hier lesen, unter anderem, das ist ein Brawl mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden und desto schwerer man es natürlich spielt und schafft, desto mehr Punkte bekommt man. Und da muss man eben ein Schloss vor Somnix beschützen und Somnix, das sind, wie es aussieht, Zombie-Omnix, also Zombie-Roboter. Was ziemlich cool wäre. Dann wurde auch noch gleichzeitig der neueste Overwatch-Comic geleakt. Und zwar der ist hier Junkenstein. Natürlich angelehnt an Junkrat und Frankenstein. Und dort sieht man einige Skins, die wohl in-game auftauchen werden. Das bedeutet, durch die neuen Lootboxen erhältlich sein werden. Und die werde ich euch einmal ganz kurz zeigen. Da wäre einmal natürlich Witch Mercy, also eine Hexen Mercy. Dann hätten wir hier Reaper als Headless Horseman, denke ich mal. Weil, naja, Pumpkin Head Reaper würde komisch klingen. Aber ich glaube mal, das soll ein Headless Horseman sein. Dann natürlich Junkenstein, Junkrat. Und Frankensteins Monster Roadhog. Und das Ganze zeige ich euch auch mal genauer. Hier sieht man noch mehr. Unter anderem den Lost Viking Torbjörn. Dann denke ich mal, dass das nicht Evil Knievel Soldier ist, sondern vielleicht Soldier 1776, also 1776. Was ziemlich cool wäre. Dann hätten wir hier Captain Reinhardt. Van Helsing McCree, denke ich mal. Oder Vampire Hunter McCree, irgendwie sowas. Und Anna als, ich denke mal, einfach Pirat. Ja, ich glaube, das trifft's. Dann hätten wir natürlich hier, wie gesagt, Frankensteins Monster als Roadhog. Und Frankenstein selber als eben Junkrat. Hier sehen wir nochmal ein paar Bilder von denen. Genau, und hier nochmal das Monster. Ich muss sagen, Roadhog sieht super aus mit dieser Dead-Aufschrift und Terror. Das sieht richtig cool aus. Ich hoffe, also ich schätze einfach mal, dass die Leute, die hier auf dem Cover sind, dass das hier die Legendary Skins werden, die erhältlich sein werden. Gleichzeitig werde ich diesen Comic auch verlinken. Das bedeutet, unter dem Video, in der Videobeschreibung, werdet ihr die Links dazu finden, falls ihr euch das anschauen wollt. Genau, und ich denke mal, das war es sogar schon. Ja genau, das war eigentlich alles, was zu Halloween jetzt geleakt wurde. Ich denke mal, Halloween kommt nächste Woche, Dienstag, das wäre der 11. oder 12. Das bedeutet, dort können wir neue Lootboxen erwarten und das heißt leveln, 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 damit wir endlich die
tollen Halloween-Skins bekommen. Ich hoffe wirklich, dass all die Skins drin sind. Aber gut, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen und gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.